einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Still Life 2. Ja, wir haben unseren ehemaligen Partner, der gegangen worden ist oder gegangen wurde, oder wie auch immer, ne? Der ist jetzt da, der hilft uns. Der hat uns, glaube ich, beim letzten Mal, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ist ja schon wieder ein paar Tage her, meine Fresse, hat er uns ein Passwort hier rauskristallisiert. Und ich glaube, es liegt jetzt an uns, hier irgendwas mit dem Ding zu machen. Oh, der Shuttle-PC ist aber noch da. Dieses Telefon scheint zu funktionieren. Okay, können wir aber nicht telefonieren. Ja, so. Überwachungskamera. Der Killer ist so aufs Filmen versessen, dass er irgendwo noch eine Kamera laufen haben muss. Gruppe 6, ein, kein Ton. Oh. Ein Gang mit Betonwänden. Das muss der Atombunker sein. Ach ja, der Atombunker, den bisher keiner gefunden hatte, ne? Die anderen sind, glaube ich, alle down. Steht auch hier. Kamera nicht verfügbar. Okay, was haben wir hier? Wenn diese Datei die Kontodaten des Killers enthält, kann sich das Chicagoer Büro endlich eine neue Kaffeemaschine leisten. Wow. So, was haben wir denn hier? Eine Textdatei. Datei ist verschlüsselt und kann nicht gelesen werden. Na super. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich den Dekodierer finden. Zugangskontrolle. Wollen doch mal sehen, welche Tür ich öffnen kann. Ja, nur die östliche Luke. Westliche Luke, obere Tür, untere Tür. Welche Türen das auch immer sind. Passwort erforderlich. Carson. Okay. Wieder rausgeschmissen. So, was haben wir denn noch? Fotos und Videos. Fotos. Fotos von den Opfern. Das Familienalbum eines Psychopathen. Hm. 7:38:04. Ist das irgendwas Wichtiges? Nicht, ne? Alter. Anti-Shake ist aus. Aha, okay. Oh. Video. Was? Warum geht's denn weg? Ich wollte doch das Video abspielen. Wenn ich es abspielen will, geht sie weg. Okay. Internetsuche. Geben Sie ein Schlagwort ein. Ach hier, genau, da war ja noch was. Warte mal, gehen wir mal zu dem Drucker hier. Der hat gedruckte Bindungsleiter. Das war das komische Ding oben. Können wir uns das angucken? Nee, können wir dann nachher nur benutzen, ne? Oder? So, warte mal, ich guck mal weiter. Da war noch ein Menüpunkt zur Recherche. Aber gut, dass der Internet hat hier. Dass die ihn da nicht nachverfolgen können. Veronica Lake. Amerikanische Schauspielerin, 22 bis 73. Geborene Constanze Ockelmann ist hauptsächlich für ihre Filmrollen in den 40er Jahren und für ihre charakteristische Frisur bekannt. Zu jener Zeit, namens Wolli. Zu jener Zeit verkörperte sie mit ihren langen blonden Haaren und den schmachtenden Augen den Inbegriff der Femme Fatale. 48 entschlossen sich die Paramount Studios ihren Vertrag nicht mehr zu verlängern. Ja, ich bin heute ein bisschen früh unterwegs. Der Rest im Haus schläft schon. Von diesem Zeitpunkt an war ihr Stern im Untergang begriffen. Vor dem Hintergrund finanzieller Probleme starb die alkoholabhängige und psychisch äußerst labile Schauspielerin bereits im Alter von 53 Jahren.
Da passt das hier aber nicht. Das sind nicht 53 Jahre. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist 51, können wir drüber reden, aber 53 nicht. Also entweder ist das Enddatum verkehrt oder das hier ist verkehrt. Veronica Lake ist ein Musterbeispiel für den Hollywood-Star, auf dessen kometenhaften Aufstieg ein abgrundtiefer Fall folgt. Obwohl sie am Ende ihres Lebens in Vergessenheit geriet, ist die Schauspielerin heute ein wichtiger Teil der Filmgeschichte. Auszüge aus ihrer Filmografie: Ich wollte Flügel, Der gläserne Schlüssel, Die Narbenhand und Die blaue Dahlia. 1946, das war ein Code, ne? Aber das hat... Hier ist doch irgendwas voll. Ich hoffe, das ist kein Übersetzungsfehler. So. Ach, das ist die gute Dame. Hübsch, hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Okay. Tja. Was haben wir hier noch? David Carson. Keine Ergebnisse. Führen Sie eine andere Suche durch. Codes, warte mal. Achso, kann immer noch nicht gelesen werden. Vielleicht haben wir ja hier Zugangskontrolle. Öffne die Luke. Okay, davon ist nichts. Wir brauchen also nochmal einen Code. Aber eigentlich, warte mal, wir haben jetzt die Anleitung. Ich speichere mal, da unten war das. So. Oh, ich hoffe, ich finde noch den Weg hier durch. So, ich glaube, das war hier raus, ne? Und ich muss jetzt oben in den Raum hoch. Oh, das ist so kompliziert gewesen. Was passiert hier? Ich kann nichts tun. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist denn? Verdammt ich. Ein Glück habe ich gespeichert, ey. Was? Spiel! Ich wollte doch bloß raus aus dem Laden. Warum kommt da der andere Raum nicht? Warum ist da alles zappenduster? Oder hätte ich in die andere Richtung gehen müssen? Ich weiß gar nicht, ob es da dunkel war. Weil das ging ja hier auch raus, ne? Kann ich hier hochfahren? Vielleicht ist das der beste Weg. Ich fahre einfach hoch. Oder runter. Oh, das bringt mir gar nichts. So, okay, ich probiere es nochmal. Kommst du jetzt raus hier? Spiel. Irgendwas ist kaputt. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Okay, wir versuchen mal einen Umweg zu laufen. Ich glaube, man kam über den Keller auch nach draußen, ne? Das ist überhaupt nicht gut, wenn das Spiel da hängen bleibt. Das heißt, ich muss immer bei den wichtigsten Sachen jetzt abspeichern.
Probier was doch mal. Ja, das ist das Manko älterer Spiele, ne? Dass die einfach mal irgendwo hängen bleiben. So, hier können wir nicht durch, wir gehen jetzt runter. So, hier rein. Aber wir kommen ja hier nicht raus, ne? Wir kommen ja hier nur über den Fahrstuhl raus, ich Idiot. Hier geht's ja nicht anders raus. Oder doch? Nee, hier geht's gar nicht anders raus. Doch, hier gab es die Geheimtür. Kommen wir da durch? Das war ja die Tür, verdammt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir konnten doch vorher... Ach, ist das doof. Wir konnten doch vorher bis in die Küche hoch an dem Ding. Jetzt können wir hier gar nichts mehr. Oh, das wird schlimm. Das wird schlimm. Nee. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie durchkommen. Die Frage ist, wie... Nee. Ja, hier lang. Da. Haben wir von da? Ach. Jetzt bin ich total durcheinander. Raus hier. Ist die Frage, ob wir hier irgendwie... Ich speichere mal sicherheitshalber noch mal ab. Bringt zwar nicht viel, aber wer weiß. So. Oder muss ich einfach bloß nach oben drücken und dann klettert sie nach oben? Und wenn ich jetzt noch mal nach oben drücke... Nee, die kann nicht mehr bis in die Küche hochklettern. Der Aufzug in die Küche ist jetzt passé. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Weil wir haben hier keine Möglichkeiten, anderweitig irgendwas zu machen. Shit. Ja, ich glaube, dann hänge ich hier fest. So, ich häng fest. Ah. Das ist ärgerlich. Ich guck mal, ob der andere Speicherstand von mir auch defekt ist. Vielleicht lag es an einer beschädigten Sequenz oder so. Okay, das haben wir. Mit ihm doch reden könnte ich. Warte mal. Wenn du willst, können wir später reden. Okay. Ich mache mir Notizen. Okay. So, ich sollte zumindest... Das Video öffentlich. Fotos von den Opfern. Das Familienalbum eines Psychopathen. So, das Video öffne ich nicht, das scheint nämlich defekt zu sein. So, Überwachungskameras? Der Killer ist so aufs Filmen versessen, dass er irgendwo noch eine Kamera laufen haben muss.
wo auch immer das ein ist. Ein Gang mit Betonwänden. Das muss der Atombunker sein. Okay, weil sie ist zwischendurch hier immer abgegangen, ne? Und weggegangen. So, ich hoffe, das reicht. Ich speichere nochmal. Und jetzt probieren wir nochmal hochzugehen. Wir haben ja den Ausdruck, wir müssen eigentlich nur hier raus. Aber das Problem ist, ja. Wenn wir hier nicht rauskommen, ist doof. Also die Schauspielerin gab es also wirklich. Da haben sie sich wahrscheinlich bloß vertüdelt, wa? Bei den Eckdaten. So, bitte. Tja. Ich würde mal sagen, damit ist das Spiel tot. Ja, ja, Fib-Täter passieren, ja. Ach, verdammt. Oh. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht weiter. Ich kann mal aus Versehen rausklicken, aber ich glaube, das hilft nicht viel. Auf dem Desktop. Bup-bup, und dann wieder rein. Falls es überhaupt jetzt wieder zum Rüberswitchen funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ja, sag ich ja. Das Spiel ist echt tricky. Pass mal auf. Vielleicht liegt es auch gerade am Spiel selber. Aber wir schießen es mal ab. Wisst ihr? So von wegen abschießen. Ah, bei S. Ist es nicht Still Life? Doch. Muss doch Still Life heißen, oder? Da. So. Bup. Weg damit. Und dann probieren wir es nochmal. In der Hoffnung, dass wir es gestartet bekommen. Oh, OBS wieder verbinden erfolgreich. Eieiei, was da passiert? Eieiei. So. So, jetzt haben wir nämlich wieder das Problem, dass wir es nicht vernünftig starten können. So. Eieiei. Ja, keine Ahnung, was da gerade eben war. OBS hat gesagt, war kurzzeitig getrennt und wieder verbinden erfolgreich. So. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Speichersteller hin, aber... So, dann gucken wir jetzt doch mal. Aber ich befürchte Schlimmes. Sollte das jetzt wieder der Fall sein, habe ich ein Problem. Dann kommen wir nicht weiter. Dann wechsle ich das Spiel. Das ist schon mal amtlich. Weil dann werde ich mir versuchen, irgendwelche Safe Games zu finden oder so, die ein Fortbewegen an der Stelle irgendwie ermöglichen. Hoffentlich gibt es das in der Reihenfolge. So, bitte. Die Lampe ist an. Komm hoch hier. Ach, verdammt. So, dann machen wir mal eine Stichprobensuche. Still... Live 2 Black Screen. Mal gucken, ob ich da auf die Schnelle was finde hier vom Mobiltelefon. Screen goes black when I try to go up the stairs. Na, das klingt doch schon mal ganz gut. Das klingt doch richtig gut. Anderes Safe Game, selber Problem. Found a solution in an older forum. Okay. Na toll, die Solution habe ich nicht. Mist. Screen goes when going up the stairs after Hawker. Okay, ja. Changing compatibility did not help me. It seems that it's about Vic doesn't. Anyway, this is how I got past the problem. After entering the chat room, I went to the balcony and discovered Anderson's blood on the railing. Investigated the chat room in its. Talk to Miller and got him to work on the console. Talk to Hawker, make him mad.
Go back upstairs in the room, ask for a manual. Go find Hawk in the living room, make peace with him and get him to open the computer. Investigate the computer for all it's worth at that time and print out the manual. I'm able to go upstairs and give the manual to Miller. Okay, das hilft mir nicht viel weiter, weil das ist eigentlich das, was ich derzeitig habe. Okay, andere haben das nie zum Laufen gekriegt. Make sure you click on the console, then go outside to meet Hawker, then go to the kitchen and talk to the woman. Es scheint ein Abfolgenproblem zu sein. Es ist ein Abfolgenproblem, na toll. Das heißt aber, ich habe ein großes Problem. Warte mal. Wir können ja ein paar Sachen dann überspringen, glaube ich. Hoffe ich mal. Wir haben ja gespeichert. Fehlerhaft. Okay, wir haben Blut gefunden, hatten wir, ne? Er bastelt da an der Stelle, er will da eine Bedienungsleitung, die braucht er. Das heißt, unsere Aufgaben... reparieren Sie... Betreten Sie den Atombunker. Nein, ich hätte was anderes machen sollen wahrscheinlich, so wenn ich das richtig lese. Also wenn ich das hier richtig lese, soll ich, bevor ich mit ihm rede, mit Hawker, soll ich mit der Frau in der Küche sprechen und nach dem Metalldetektor fragen. Aber anscheinend... muss ich auch erstmal noch das Ding finden. Haben wir überhaupt irgendwas gefunden, dass es eine Art Untergrundgeschichte gibt hier? Warte mal, wir gucken mal. Ist hier eine Frau in der Küche? Ja, da ist sie. Ich muss mit Ihnen reden, Sheriff. Sie haben einen Metalldetektor erwähnt. Könnte ich den benutzen? Hier, meine Autoschlüssel. Der Detektor ist im Kofferraum. Danke, Sheriff. Was würde ich nicht alles tun, um beim FBI zu punkten? Bezüglich eines Metalldetektors kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass das irgendwie Gesprächsgegenstand war. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich bin mir ziemlich sicher. So, jetzt steht er hier nämlich noch unten. So, was steht hier? Get the metal detector, find the underground hatch. Okay, wir müssen jetzt erstmal den Metalldetektor holen. Aus dem Auto. Der Safe ist verschlossen. Ich kann ihn nicht aufbrechen. Ich brauche jetzt nicht auch noch den Sheriff im Nacken. Der Safe hinten, ne, ist verschlossen. So, Schlüssel. Als ob da nie was anderes drin war. Ich frage mich, wie das funktioniert. Im Speicher befindet sich eine Bedienungsanleitung. Ich sollte sie mir ansehen. Okay, Einstellung 1, Auflösung 1 und maximale Empfindlichkeit, Erkennung von kleinen, nicht eisenhaltigen Metallobjekten. Ach so. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum das ein Problem ist. Aber die Frage ist, wie sollte man bitteschön die Herleitung ziehen, dass es einen nie aufgefundenen Atombunker gibt und man herausfinden soll, wo der Atombunker ist. Denn wenn ich jetzt unten bin mit Hawker, komme ich nicht mehr raus, weil ich wahrscheinlich ja den Atombunker suche. Das heißt, ich muss jetzt das Ding hier benutzen. Irgendwie... auf irgendeiner Stelle. Frag nicht auf welcher. Hier wahrscheinlich. Nee, hier nicht. Muss ja irgendwo anders sein.
Wahrscheinlich mit Schutt voll oder so. Würde zumindest einleuchten sein. Hier hinten irgendwo. Da. Oder hier. Oder da hinten. Ich sehe es doch. Da. Warte mal. Oder kann so nicht verwendet werden? Wie kann es denn dann verwendet werden? Dietrich? Pistole? Wie verwende ich das Ding? Ach so. Ach so, hier unten. Nichts. Ah, warte mal. Dann lass uns mal lesen. Die Bedienungsanleitung. Auflöse eine maximale Empfindlichkeit. Erkennung von kleinen, nicht-eisenhaltigen Metallobjekten. Auflösung von großen, eisenhaltigen Metall. 3 müssen wir, glaube ich, einstellen. Okay, ich glaube, Einstellung 3 müssen wir machen. Nichts. 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 Oder? Oder auf was sollte ich den einstellen? Oder ist es ein kleiner Gegenstand, den wir suchen? Nicht gucken. Nichts. Nichts. Hier ist auch nichts. Nichts. Ich würde bloß gern wissen, nach welchem Muster ich gucken muss. Nichts. So viele Stellen gibt es ja hier nicht zum Einstellen. So, warte mal, nochmal. Maximale Empfindlichkeit, Erkennung von kleinen eisenhaltigen Metallobjekten. Erlaubt die Unterscheidung außenhaltige Metalle, Eisen, Stahl, Gusseisen von Nicht-Eisenhalt, Metall, Aluminium, Kupfer, Zink, Silber. Ach so, warte mal, es ist ja nicht eisenhaltig, es ist ja ein Bunker. Kann es sein, dass der Blei ist? Also Einstellung 2. Nichts. So, hier vorne war noch eine Stelle, glaube ich, ne? Oder muss ich hier auf die Stelle... Oh, bitte nicht, ne?
Eine Aluminiumkanne gefüllt mit Blättern. Okay. Warte mal, dann... Ich glaube, da hinten, das sieht aus wie eine... Hier gibt es nichts weiter als das Metallgitter. Ach so. Ach, jetzt ist es auch fertig gescannt. Ich verstehe. So, dann haben wir hier vorne noch eine Ecke. Wahrscheinlich steht genau der Wagen drauf. Oder auch nicht. Aber schön, dass man hört, wie er summt, ja. So, hier ist noch eine Stelle zum Scannen. Mal gucken. Da hat was reagiert. Sieht aus wie der Griff eines eisernen Werkzeugs. Er wurde tief eingegraben. Muss schon seit einiger Zeit hier liegen. Das heißt, kann ich das jetzt ausbuddeln oder was? Das wird niemals funktionieren. Oder, warte mal, ich stelle mal auf 3. Keine gute Idee. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Oder, warte mal, hier vorne ist... Halt, hier war da auch noch was. Ist das doof? Da. Keine gute Idee. Okay, keine gute Idee, also doch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier... Hier ist ja auch noch was. Er schlägt wegen des Zauns und der Gitterstäbe aus. Also für mich am einleuchtendsten wäre das hier hinten. Muss ich mal sagen. Das wäre jetzt hier ein Ort. Aber den hatten wir doch schon gescannt, ne? Ne, mit kleinen Aluminium hatten wir, glaube ich, gescannt, ne? Seltsam. Der Detektor sollte bei einer Alukanne eigentlich ausschlagen. Aha. Ich muss die Bretter herausreißen. Sie sind zusammengenagelt. Mit einem Schürhaken, oder? So. Lässt sich nicht öffnen. Okay, wir sind ein Stück weiter. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt den Bunker gefunden. Eine Kennzahl auf einer Platte. H103123. Was war das? H103123 oder so, ne? 103123. Okay, so. Können wir hier irgendwas machen? Nein, wir können es ja nicht öffnen. Wir haben uns den jetzt angeguckt. Aber ich glaube, das ist jetzt der Auslöser dafür, dass wir den Rest machen können. Das wäre zu wünschen. Ich leg den erstmal ab.
Ne, ja, das war ja unten drunter. Das war ja versteckt. Das war ja verbuddelt, ne? Also nicht wundern. So. Ich pack das mal hier so hin. Ob wir den Hammer brauchen, weiß ich gar nicht. Technisch könnte ich ihn mitnehmen. So, müssen wir mit ihr nochmal reden, ihr die Schlüssel wiedergeben oder so? Bei einem guten Kaffee lässt sich's leichter denken. Oh, da hat sie recht, da hat sie recht. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal rüber. Zu Hawker. Müssen wir hier noch die Show abziehen mit... Wenn du willst, können wir später reden. Ich mache mir Notizen. Okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie wir hier unten in den Raum reingekommen sind. Da gab's doch irgendeinen... Ach nee, wir mussten, glaube ich, erstmal den Computer... Wir hatten das aber schon mitgenommen. Den Lautsprecher hatten wir schon oben angeschlossen. So. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Ich weiß gar nicht, was wir hier gemacht hatten mit ihm. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Zustand oder Zeitpunkt der Speicherpunkt war. So, wir hängen jetzt wieder hier fest. Oder mussten wir... Warte mal, wir haben doch zwischendurch, glaube ich, angerufen, oder? Oh Gott, wie war denn das? Nee. So war das. Oh, Vic. Was wärst du ohne deine Lieblingsgerichtsmedizinerin? Was kann ich diesmal für dich tun? Hast du irgendetwas über Hawker? Weißt du, was er getrieben hat, nachdem ihn das FBI gefeuert hat? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Er hat kleine Sicherheitsjobs übernommen. Hält sich für einen Sicherheitsberater. Ich habe einen seiner Arbeitgeber angerufen. Er hat Hawker als Einzelgänger beschrieben. Er traut seinen Kollegen nicht über den Weg. Außerdem haben mir einige Ermittler berichtet, dass Hawker Kontakt zu ihnen gesucht hat. Er hat ihnen ein paar Fragen über die letzten Morde des Killers gestellt. Hawker hat Hernandez angeblich ein paar Einzelheiten über den Killer zukommen lassen. In seinem Kopf arbeitet er wohl immer noch an dem Fall. Anscheinend ist er doch ziemlich besessen von dem Fall. Nimm dich vor ihm in Acht, Vic. Bevor er durchgedreht ist, war Hawker ein ausgezeichneter Agent. Hoffentlich hat er sich seine Qualitäten als Ermittler bewahrt. Mach dir keine Sorgen, ich werde vorsichtig sein. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Ich glaube, jetzt haben wir. So, ich speichere jetzt hier nochmal ab. Einfach nur, weil ich es kann und weil ich sicher sein möchte. Falls jetzt irgendwas passiert. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt anspreche, kann er mit uns runterkommen. Nette Hütte. Ein bisschen düster, aber sie hat Stil. Achso, jetzt müssen wir erstmal konfrontieren. James, verbringst du dein Rentnerdasein damit, über die Vergangenheit nachzugrübeln? Überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein vollkommen neues Leben. Das alles liegt weit hinter mir. Wirklich? Wie ich gehört habe, stellst du noch immer Ermittlungen an. Und soweit ich weiß, ist dein gesellschaftliches Leben nicht gerade ein Erfolg. Hör auf damit, Wick. Wessen Fehler ist es denn, dass ich dieses Leben führen muss? Du hast mich verraten. Es gibt Menschen, die lernen aus ihren Fehlern, James. Du anscheinend nicht. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht.
Ich hätte den Abzug nicht drücken sollen. Aber ich habe es getan, um die Ermittlungen voranzubringen. Du hast die Ermittlungen sabotiert, indem du mich angeschwärzt hast. Du weißt ganz genau, dass nicht ich es war, die dich bei der Dienstaufsichtsbehörde gemeldet hat. Wenn dem so wäre, wärest du wegen Mordes dran gewesen. Ich habe mich lediglich geweigert, dich zu decken. Du bist zu weit gegangen, verdammt nochmal. Ich werde dir jetzt mal die Wahrheit sagen. Du bist egozentrisch, unverantwortlich, egoistisch und paranoid. Und du bist pedantisch, stur, autoritär. Und du hast die größte Klappe, die mir jemals untergekommen ist. Dasselbe könnte ich von dir behaupten. So, okay, jetzt wieder Kuschelkurs. Können wir reden? Hör zu, James. Lassen wir die Vergangenheit aus dem Spiel. Der Killer ist noch immer da draußen. Und das ist unsere letzte Chance, ihn als Team zu schnappen. Können wir das Kriegsbeil nicht begraben? Paloma Hernandez ist möglicherweise noch am Leben. Sie zählt auf uns. Meinetwegen. Wir können sowieso nicht ändern, was geschehen ist. Dieses Haus soll also mit dem Killer in Zusammenhang stehen? Das überrascht mich nicht. Stimmt genau mit dem überein, was ich herausgefunden habe. Eine menschenleere Gegend, weit weg von den großen Stadtzentren. Aber das bedeutet auch, dass der Killer reisen muss, um auf die Jagd zu gehen. Ich habe einen großen Durchbruch erzielt, was die Psyche des Killers angeht. Er ist total besessen von Filmen und Kino. Besonders von einer Schauspielerin namens Veronica Lake. Man kann es in seinen Videos sehen. Ich bin überzeugt davon, dass er seine Opfer nach Kriterien aussucht, die mit dieser Obsession zusammenhängen. Es gibt Beweise in dem Haus, die darauf hindeuten, dass der Killer eine Filmhochschule besucht hat. Das würde deine Theorie bestätigen. Dieser Gedanke ist mir gekommen, als ich mir einen alten Film angesehen habe. Es hat mit winzig kleinen, nebensächlichen Details zu tun. Deshalb ist es uns nicht vorher aufgefallen. Tja, und ich habe einen Namen. Der Name unseres Verdächtigen ist vermutlich David Carson. Claire versucht gerade mehr über ihn herauszufinden. Wir werden ihn noch kriegen, Beck. Nach all der Zeit. Wir werden ihn kriegen. Ich komme bei dem Computer im Keller einfach nicht weiter. Könntest du ihn dir einmal ansehen? Du warst doch schon immer ein IT-Guru. Okay, zeig mir, wo das Problem liegt. So, jetzt. Mal sehen. Das System ist gut geschützt. Ohne Passwort komme ich hier nicht weiter. Zum Glück ist der Killer verrückt genug, um ein richtiges Passwort anstelle von zufällig gewählten Zeichen zu verwenden. Natürlich. Versuchen wir es mal hiermit. Nein, zu einfach. Veronica vielleicht. Nein, das ist es auch nicht. Na bitte. Hast du das Passwort herausbekommen? Ackleman. Der richtige Name von Veronica Lake. Die Obsessionen des Killers sind der Schlüssel zu seiner Psyche. Du kannst jetzt auf die Inhalte des Computers zugreifen. Du bist am Zug. Er war mal ihr früherer Kollege. Irgendwann mal. So, wir können jetzt auf den Computer zugreifen. Das speichern wir nochmal zu. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Weil wir haben es jetzt so schon ein paar Mal gesehen. Sprich, ich druck mir die Dings aus. Der Killer ist so aufs Filmen versessen, dass er irgendwo noch eine Kamera laufen haben muss. Wir gucken uns alles an. Nee, im ersten Teil war er nicht mit bei. Das muss zwischen ersten und zweiten gewesen sein. Das muss der Atombunker sein. Okay, es springt nicht zurück. Diese Datei, die Kontodaten des Killers enthält, kann sich das Chicagoer Büro endlich eine neue Kaffeemaschine leisten. So. Och, ich dachte schon, das hier unten kann man anklicken. So, Zugangskontrolle. Wollen doch mal sehen, welche Tür ich öffnen kann. Ach, hier, guck mal. Falsches Passwort. Schade. Fotos von den Opfern. Das Familienalbum eines Psychopathen. So, dann Video noch angucken. Wo auch immer das ist hier, ne? Und steht jedenfalls ein Karton.
Wir machen erstmal gleich weiter, noch die zwei Einträge noch. Und dann sind wir hier nämlich durch. So, okay. Und keine Ergebnisse. So, wehe, das geht jetzt nicht. Wir nehmen uns jetzt noch die Sachen mit und müssen jetzt hoch zu, keine Ahnung, wie er hieß, Garrus oder keine Ahnung. So, das hätten wir. Gedruckte Bedienungsanleitung. Nochmal speichern, dann haben wir jetzt für jeden der Zwischenschritte einen Speicherstand. Und jetzt heißt es Daumen gedrückt. Alter! Das ist doch nicht... Das ist echt... Das ist doch bescheuert, ist das. Das ist echt bescheuert. Through the morgue and into the kitchen. Ja, wie kommen die denn in die Küche? Das wär ja auch noch so ein Ding. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn wir durch den Gang durchkommen könnten, um in die Küche hochzukommen. Ja, also wir könnten ja problemlos... hier durch. Das ist ja die Geheimtür. Und das ist der andere Ansatz, den ich versuchen wollte. Wir könnten ja problemlos da so durch. Aber ich komme halt nicht hoch. Ich hab's doch vorhin probiert. Sie ist doch in den anderen Raum rausgekommen. Wieso? Wollen wir wetten? Pass mal auf. Ich wette gerade. Ich habe nach oben geklickt. Wenn ich jetzt nach oben klicke, kommt sie wo raus? Also ich habe einen Videobeweis. Ich habe vorhin hier geklickt und sie ist unten in dem anderen Bereich rausgekommen. Also, okay, gut.